Hallo liebe YouTube-Gemeinde und willkommen bei einer neuen Folge Disconnected. Minecraft. So, dann kurz aus dem CS raus, wenn da gleich jemand kommt, nicht, dass wir gestört werden. So, ich bin hier unten in meinem Loch drin und habe hier eine schöne Höhle gefunden. Die wollte ich euch kurz zeigen. Zum Beispiel auch hier neues Erz, Shiny Ingots. Ist auch nicht unbedingt sehr häufig vorzufinden, um mal so kurz zu zeigen, was ich jetzt so die letzte Zeit gemacht habe. Habe ich ja im Endeffekt, oh, angekündigt. Da unten war ich schon. Ja, da gehe ich jetzt auch mal runter, das Zeug aufsammeln. So. Okay, aber ich habe ja gesagt, ich tue die hoppala, diese Akte hier, diese Grabeakte, oh, der hat mich wieder hochteleportiert, rausschneiden. Ich wollte nur mal zeigen, dass ich hier jetzt mal ein sehr schickes Höhlensystem gefunden habe. Wenn es hier unten irgendwas Tolles und Neues gibt, dann werde ich das auch zeigen, aber ansonsten ist es halt eben immer sinnvoll, gerade in Höhlen zu arbeiten. Ah, schon wieder ein Creeper. Mal kurz hier raus. Einfach um, ja. Da findet man halt eben einfach die meisten Ressourcen auf dem kleinen Raum. So, wir sehen auch, das ist nicht gerade weit weg. Das ist hier in meinem Hauptspalt, kann man so sagen. Und eigentlich ist jetzt erst die erste Abstimmung richtig gelaufen. Also was heißt die erste Folge? Die zweite Folge ist jetzt hochgeladen. Und da ist aber schon abzusehen, dass ihr wollt, dass ich hier auf dem Server die Sachen benutze. Was mich persönlich natürlich außerordentlich freut. Das werde ich auch tun. Es sei denn, es tut sich jetzt da Widerstand gegen Regen dann doch noch im Nachhinein. Aber ansonsten finde ich das nicht schlecht, dass sich da schon viele geäußert haben. Hier, wir wollen, dass du auch das alles benutzt. So. So viel dazu. Ja, ein paar Baumaterialien kommen hier rein. Ich war auch im Nether gewesen und habe da ordentlich Glowstone ein bisschen gefarmt und Netherquarz gefarmt und Kobaltohr und Ardeitohr. So, was doch ziemlich selten ist. Also ich bin bestimmt, boah, ich kann gar nicht sagen, wie lange. 1,5 Stunden durch den Nether gelaufen, bevor ich mal eine unberührte Stelle gefunden habe, wo ich dann ein bisschen davon farmen konnte. 5 Kobalt, 7 Ardite. Mir wäre umgedreht lieber, aber okay, da kann man nichts machen. Gut, jetzt ist die große Frage. Das ist ja hauptsächlich Werkzeugmaterial. Wenn wir sehen, wir haben halt nicht besonders viel davon. Wir könnten das normal verarbeiten, dann bekämen wir eins davon. Was ist das denn? Normalerweise, wir können es pulverisieren, dann kriegen wir zwei davon. Ich persönlich möchte das gerne mit dem Induction Smelter machen. Und zwar können wir da drei Kobalt Ingots unser eigen nennen, solange wir es mit Rich Slag veredeln. Oder mit Cinnabar. Jetzt ist Cinnabar so eine Sache, da müssten wir entweder Redstone Ore pulverisieren. Oder Cinnabar-Ore mit Glacium implizieren, was es eigentlich uninteressant macht. Aber interessant ist der Weg, das zu verdreifachen über Rich Slag, weil Rich Slag bekommen wir als Nebenprodukt, wenn wir Erze mit dem Induction Smelter verarbeiten. Wir sehen, wir haben immer eine gewisse Chance, das zu bekommen. Je nachdem, ja,
was für Metalle wir da verwenden. Also ist unser jetziges Ziel erstmal ein Induction Smelter. So, der Induction Smelter. Invar Electrum Gear. Oh, da brauchen wir ein bisschen mehr Elektrum. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4. Oh, hier haben wir ganz schön viel verbraten. Die Kiste ist leer, die Kiste ist leer. Und da ist ziemlich viel. Gut. Smelting Alloys. So. Machen wir mal in der Zeit das da. Ach ja, stimmt. Es gibt jetzt bei Terminal Expansion gibt's verschiedene Upgrades für die. Da habe ich mich aber ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt. Wir brauchen das hier. Dafür brauchen wir einen Machine Frame. Okay, das haben sie jetzt wirklich sehr interessant gelöst. Basic. Okay, dann müssen wir einfach mal kurz hier in Terminal Expansion in die Mod wirklich reingehen. Das hat sich jetzt mehr verändert, als ich gedacht habe. Und gucken uns mal hier den Basic Frame an. Ich glaube, das ist für uns jetzt erstmal so auch das, was interessant ist für den Anfang. Glas, haben wir noch Glas da? Sieht nicht danach aus. Also Sand, haben wir mal 64 und packen das auch hier oben rein. Furnace-Modus. Das werden wir nicht mehr brauchen, aber nehmen es einfach mal mit. Ach so, beim Brennen von dem Ferrus-Ore ist ein Shiny-Ingot rausgekommen, falls ihr euch noch dran erinnert. Nur so als Info. Gut, was haben wir denn noch hier für den Basic Machine Frame? Brauchen wir das Glas, Eisen und ein Tin Gear. Oh ja, Tin Gear ist ja kein Problem. Eisen und Zinn. So. Brauchen wir dafür ein oder? Ein Tin Gear brauchen wir. Gut. Bisschen Glas, so Eisen und dann ein Basic Machine Frame. Also. Ein Induction Smelter. Copper und Invar. Invar müssen wir auch noch, haben wir noch keinen mehr herstellen. Invar. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Brauchen wir Eisen für und Ferrus Ore. So, und zwar zwei Eisen. Machen wir mal 6 und 3 Ferrus. Gehen wir wieder auf das raus und auf Alloys. Und jetzt benötigen wir unseren Hammer. So, hierfür braucht man auch hier diese Spitzhacke. Zwingendermaßen. Also, das geht ohne nicht. So, unseren Hammer und dann haben wir ja Gott sei Dank hier unsere Batterie geladen. Damit können wir nämlich jetzt hier
auf der Rückseite den Output geben. Und dann sehen wir, haben wir wieder massig an Energie. Invar-Ingots 3. Mal die noch abwarten und dann geht's weiter. Was haben wir denn hier noch? Hardened Machine Frame. Reinforced. Und Resonant. Aha. So, da mal die Invars. Und dann Magma. Crucible. Copper Gears. Ah, ihr habt keine eigenen Copper Gears. Oh, gut. Außerdem brauchen wir Nether Bricks. Nether Bricks kriegen wir. Können wir uns machen, soweit ich weiß, hier raus. Ah ja, Nether Brick. Und damit können wir uns Nether Bricks machen. Wir müssen nur ein paar Netherrack brennen. So. Das kann. Da rein. Was brauchen wir noch für den Induction Smelter? Die haben wir und ein Bucket. Müsste zumindest mal diese Zelle sein. Ah nein, mit Gold. Ah, eine Goldzelle. Gold, gut. Das ist wieder was anderes. So, haben wir noch Gold hier drin? Jo, haben wir noch Gold da drin? Ja, wunderbar. Zack, zack. Das ist die Reception Coil und das ist Conduence Coil. Die Unterschiede, keine Ahnung. 6, da fehlt noch einmal. In der Zeit kann ich dich wieder abbauen und hier hinsetzen, weil die Energie von dir brauche ich gleich. So, die leeren sich jetzt und laden die Zelle auf. Wir tun auch gleich direkt wieder ein kleines bisschen. Ah, machen wir die Hälfte. Machen wir 4 pro Generator. Wieder Energie laden. So, 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 so. Und dann, oh, da haben wir noch 12, wunderbar. Da packen wir alles hier oben rein. Okay. So, jetzt müssten wir eigentlich alles zusammen haben. Wir haben 2 Kupfergears, wir haben den da, wir haben das da und wir haben diese 2 und natürlich haben wir den Eimer vergessen. Ah, den haben wir vergessen zu machen. Ein Eimer. Funktioniert jetzt das Rezept? Nein, funktioniert nicht. Dann gucken wir mal. Habe ich den falschen Coil drin? Nein, das könnte sein, dass ich dann tatsächlich einen besseren. Mein Machine Frame Basic. Ach, Invar. Wo habe ich denn jetzt? Induction Smelter.
Ach, da brauche ich mal, habe ich mich da verguckt. Sowas aber auch. So, Invar. Induction Smelter. Den packen wir jetzt mal hier locker flockig hier oben drauf. Wir brauchen oben den Energieoutput. So, der braucht also eine gute Menge an Energie. Wenn wir gucken, Maximum 40 RF, also doppelt so viel wie die kleineren Maschinen. Und den können wir jetzt benutzen, um unsere Erze zu verdoppeln. So, Erze, die wir gut verdoppeln können, ist zum Beispiel hier Eisen. Das ist ein sehr schönes Verdopplungsmaterial, kann man sagen. Und der braucht zum Verdoppeln einmal ein Zusatzmaterial. In diesem Fall ist das Sand. Also wir tun Sand und Eisenohr hier rein und dann verdoppelt er unsere Erze. Da haben wir jetzt eine kleine Chance, dass er auch ein Erz verdreifacht, dass er hier diese Schlacke produziert. Und die wiederum können wir benutzen, um unsere Erze zu verdreifachen. Also hier mit dem Prozess, ein bisschen Sand braucht man zusätzlich, ein bisschen Eisen, aber hat halt eine kleine Chance darauf, seine Erze doch nochmal halt eben zu verbessern. Also alles eine Frage von, ja, wie man sowas gut machen kann. So, ich guck mal, ob der auch direkt outputten kann. An die Seite. Die wiederum haben jetzt das Problem, die können das nicht. Oder? Und? Ah, da bräuchte man einen Servo für. Dann könnten die das auch. Oder? Ah, ne, doch, machen es. Tatsächlich. Wusste ich jetzt nicht, dass die das auch können. Gut. So, der Rest kommt wieder weg. Hier rein und die Erze brauche ich auch momentan nicht, weil wir müssen jetzt erstmal genügend verarbeiten, um wirklich die Chance ist relativ gering. Hier sehen wir zum Beispiel bei Eisen haben wir eine Chance von 5% gerade mal für eine Rich Slag. Bei Gold ist es 30%. Das heißt also, Gold wäre sinnvoller für uns. Das ist Rich Slag, das. Ah, ne. Rich, Rich Slag. Da bräuchten wir aber Pyrosium, das Tür. Mal gucken, wie das bei Gold aussieht ohne Pyrosium, das. Bei Ferrus Ore haben wir auch schon mal 15% Chance. Bei Yellow Knight nichts, nichts. Dense Gold Ore. Ach du Gott. Naja, hier kommt. Naja, das kriegen wir schon. Kriegen wir schon irgendwie gebacken, dass wir da was bekommen von. Gucken wir mal nach dem Gold, wenn wir die 10 Gold verarbeitet haben. Ich möchte nämlich ungern das verbraten und nur verdoppeln, das Erz, weil dafür ist das einfach zu selten und zu lang, also braucht man zu lange, um das zu farmen. So, was machen hier die? Die haben noch alle ein bisschen Kohle und können auch hier ordentlich arbeiten. Der tut den internen Buffer hochpowern. Okay. Gut. So, außerdem möchte ich mich hier noch ein bisschen mehr in die, in der Mod brauche ich noch was. Und zwar ist das der, Moment, Fluid Transposer. Den gibt es auch jetzt in verschiedenster Ausführung. Wirklich interessant. Basic. Glas, Glas, Kupfergier.
Wie sieht das denn hier aus? Wie viel kosten denn die? Harden kostet Invar und ein Electrum Gear. Reinforced kostet Harden Glas. Signa um Air. Ach du Gott. Ja, da muss ich mich aber noch mal schlau machen, was die einzelnen Upgrades so besonders macht, sagen wir mal so. Kupfer. Bevor ich da großartig das dann mache, ist halt immer die große Frage, lohnt sich das? So, okay. Dann einmal der Bucket. Und Glas habe ich nur noch eins. Da ist noch Glas. Das, das und Gold. Ja. Fluid Transposer. Das, 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 das und das und das ein Fluid Transposer. Den packen wir einfach mal hier hinten hin. Den brauchen wir nämlich für was Spezielles. Und zwar möchte ich mir erstmal hier einmal vier Bricks machen. Dann benötige ich meinen Eimer. Und dann gehen wir ein bisschen Wasser schöpfen. So. Dann brauchen wir Energie. Du bist fertig. Hast du denn was an Richtschlag produziert? Nein, hast du nicht. So. Der arbeitet. Ich weiß gar nicht, ob der Energie hält, aber ist jetzt mal egal. Ich werde das alles mal offline machen, um ja, da ein bisschen besser parat zu kommen. So, wir infusen jetzt den Stone Brick mit Wasser. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sehen hier unsere Spitzhacke, unsere Alumite-Spitzhacke, die hat schon Schaden gekriegt und wir benötigen halt Alumite, um das Ganze zu reparieren. Aber es gibt da eine bessere Methode für Werkzeuge, was für Werkzeug, was man nicht, ja, wie soll ich sagen, permanent benutzt. Ich grab ja dann mal und ich mache mir auch hier aus Peridot und so, die brauche ich so für nichts. Wasser, ach Quatsch, nicht Wasser. Mach mir daraus auch Werkzeug aus diesem Peridot-Kram, weil ich den für sonst kaum was brauchen kann. Und die Hacke soll eigentlich, mir ist Alemite einfach zu teuer, um das zu reparieren. Deswegen, ah, ich sehe gerade, 9 brauche ich davon. Deswegen möchte ich das benutzen, möchte Auto-Repair auf mein Werkzeug machen. Das kriege ich nämlich Auto-Repair, wenn ich so einen Mozzie-Klumpen herstelle. Und damit wäre meine Spitzhacke, die ich eigentlich permanent und durchgängig brauche, definitiv schon mal ein gutes Stück besser, möchte ich sagen.
Und das ist für mich also dann ein Werkzeug, was ich gut benutzen kann, permanent. So, noch einen und dann können wir auch schon das Ganze machen. Also anstelle, dass ich jetzt hingehe und suche Ewigkeiten in irgendeinem Dungeon rum und habe dann nachher doch nichts gefunden, habe ich hier einfach eine ganz einfache Möglichkeit, mir schnell und easy halt diesen Mossy Cobblestone herzustellen. Und da kann ich dann hier hingehen in eine ganz normale Crafting Bench und tu 9 Stück damit kombinieren und bekomme Ball of Moss. So. Es geht, glaube ich, auch mit Cobblestone. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Und jetzt kann ich hier hingehen und kann sagen, hier meine Spitzhacke. Die hat jetzt 3 Modifiers. Und Ball of Moss soll einen Modifier benutzen. Und wir sehen dann da diese grüne Schrift, Auto Repair. Jetzt hat die Auto Repair. Wir sehen auch, unsere Haltbarkeit ist bei 5,89. Wir tun jetzt noch was anderes gucken und in der Zeit kann das dann da mal ein bisschen Auto repairen. Ich möchte mich hier noch einen Modifier drauf packen. Und zwar für diese Spitzhacke soll das sein eigentlich Silk Touch. Bei Silk Touch brauche ich aber leider ein Emerald, Strings und ein Gold Piece. Ein Emerald kriege ich jetzt hier nicht so einfach. Guck mal, 5,98, also 10 Punkte hochgegangen. Den Induction Smelter, den lassen wir mal kurz hier in der Kiste. Ich weiß, ich bin immer recht unordentlich. Jetzt müsste ich wissen, wo ich einen Villager herkriege. Beziehungsweise ich guck mal ganz kurz, ob es eine andere Möglichkeit gibt, Emeralds zu kriegen. Emerald. Recipe. Ja, das bringt nichts. Das bringt nichts. Nichts, 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 nichts. Okay. Also. Nein, da muss ich wohl oder übel entweder mit Villagern handeln oder graben gehen. Villager sind so. Oh, ah, Mistdinger. Villager sind so ein kleines Problem. Wir haben zwar hier Städte ohne Ende, aber uns fehlen die Villager da drin, um mit denen zu handeln. Ich gucke mal kurzerhand. Hier gibt es nämlich so zweierlei Villager. Hier gibt es unter anderem normale Villager. Davon habe ich auch eins, zwei schon gesehen in einem anderen Dorf, als ich mich hier umgeguckt habe. Und es gibt hier solche grünen Kobolde, die aber auch wie Villager funktionieren. Die hatte ich in dem einen Folge, wo ich rund gucken war, gefunden gehabt. Hier sind Pferde. Da oben, was ist da oben? Ist da Villager oder? Hier ist wieder ein Brunnen, links. Kann das auf der Karte nicht genau definieren, aber ich höre sie auf jeden Fall schon mal. Wunderbar. Ah, du kriegst bisschen Bienentyp. Du bist so einer, du bist so einer. Ich bräuchte von euch Typen aber einen, der mir Emeralds verkauft.
Und nicht was. Obwohl, ich könnte mal gucken, ob ich die, ob die auch mehr Sachen haben. Ne, der hat nicht mehr. Entschuldigung. Entschuldigung. Der hat auch nicht mehr und der hat auch nicht mehr. Gut. Interessantes Dorf zumindest mal hier auf diesen Stelzen. Hier sind Pferde, aber das scheinen mir hier die einzigsten Villager zu sein. Eine Mistcraft-Bibliothek. Das ist natürlich blöd. Ja, das ist auf jeden Fall was, was jetzt auf meine To-Do-Liste kommt, weil die brauche ich, den einen Emerald, weil ich halt die Spitzhacke hier noch verzaubern möchte. Und da wäre es gut, wenn man da einen vernünftigen Villager hätte. Da muss ich die ganzen Dörfer mal abgrasen und mal gucken, ob ich irgendwo für ein Emerald herkriege. Oder da hinten in diesem großen Berg mal suchen gehen. Aber das ist was, das mache ich jetzt AFK, weil ich jetzt hier keinen gefunden habe. Gut, dann, naja, eine Minute oder so habe ich noch Zeit. Ich guck mal kurz was. Und zwar, ob die die Daten, wie viel Energie so ein Ding hat, gespeichert werden. Zum Beispiel bei den Ender.io Maschinen ist es so, dass der Energie, also die Energie, die die hatten, gespeichert wird. Hier ist es auch so. Das heißt, hier kann ich jetzt auch wieder hingehen. Ich tue mal das Yellow Knight annehmen. Beim Yellow Knight war nichts gewesen. Nein, da kriegt man nichts raus. Das also definitiv nicht. Da kriege ich nur. Ah, doch, Moment. Rich Slack. Da ist die Chance noch da. Und so muss ich jetzt halt gucken, dass ich erstens mal Sand gefarmt kriege. Weil Sand habe ich nicht mehr viel, aber ich habe ja Gott sei Dank eine Wüste direkt vor der Tür. Um mir ein bisschen Rich Slack zu. Irgendwie Rich Slack zu bekommen. Denn anders geht's nicht. Gut. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.